So, guten Morgen, heute live von der Retro-Klassik in Stuttgart. Eine kurze Information, und zwar Classic Bit, die Auktion, die am Samstag stattfindet. Wunderschöne Autos hier, wo man jetzt anschauen kann die nächsten paar Tage und Stunden. Ich habe natürlich eine Bieterkarte mir geholt. So, Bottle Spice ist natürlich dabei, und zwar die Klassiker-Auktion. Am Samstag geht's los, und jetzt schauen wir in den Katalog, was da alles so gibt. Und zwar, wir haben da verschiedenste Fahrzeuge und 70 Stück an der Zahl, vom hauptsächlich Schwerpunkt deutsche Autos natürlich, Mercedes, Porsche. Es gibt hier wirklich eine schöne Palette, und da gucken wir mal. Hier Katalog, jetzt kann man jetzt schon mitnehmen. Da stehen die Geschichte drin, da stehen die Daten drin, was man hier alles kriegt. Die Aufrufpreise, Käfer. Also ja, ich bin total im Schwärmen mal wieder. Geld spielt keine Rolle. Geld kostet nichts. Geld wird kostenlos hergestellt. Ist überall verfügbar. Kaufen ist heute die Devise, meine Damen und Herren. Und zwar nicht verkaufen. Das machen alle. Das wollen auch alle. Ich möchte kaufen. Ja, da stehen die ganzen Fahrzeuge. Man kann sie also anschauen. Ist immer ein Mann dabei, der einem alles erklärt. Oft auch der Besitzer, das heißt, man kann sich wirklich in Ruhe die ganzen Fahrzeuge anschauen. Im Gegensatz zu anderen Auktionen, wo man eben mehr oder weniger blind steigern muss. Samstag geht's los. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Schneetreiben draußen vor der Halle Retro Classic, weltgrößte Messe. Und neben mir mein neuer Kamerad, wo ist das Fläschle? Helmut! Helmut, darf ich mal kurz das Fläschle nochmal sehen, das Fläschle. Das Fläschle. Appenzeller! Da, da ist ein Wurz. Ein Wurzel, ein Wurzelsäpple. Schwarzwurz. Guck jetzt mal, das Näsle. Das ist ein Näsle. Wir gehen mal jetzt in die Halle 5. Da steht er, mein alter Kumpel Matthias Wittke. Im B. Wittke, meine Damen und Herren. 40 Jahre Teile, Konvolutsammlung, Hallen voll, brechend. Und was hast du mitgebracht, mein Lieber? 190. Hier ist er. 8500 Kilometer, wie aus dem Laden, sensationell. Der hat eine tolle Farbe, ein wunderschönes Weiß mit einem noch wunderschöneren Beige. Absolut makellos. Ja, kostet 10.000 Euro. Ja, fällt mehr auf wie die Penisbeschleuniger, die da sonst noch rumstehen. Hier lachhaft, kann keiner mehr einen aussteigen. Will überhaupt gar niemand mehr hier, diese ganze Sportwagen-Scheiße. Aber, ach, Jaguar war auch uninteressant. Hat jeder. Da steht mein Auto zum Beispiel, W140, in Traum, mit 5000 Kilometer, Vollausstattung, Leder. Da ist er. Und wenn ich da reinschaue, meine Damen und Herren, was gibt es Schöneres wie Mercedes-Benz? Doppelglas. Und schon versenkt sich der Ton. Genießen Sie diesen Anblick, meine Damen und Herren. Ein Wahnsinn. Ja, so haben wir natürlich damals auch schon Autos restauriert. Also ich habe zu damaligen Zeiten diese Autos gekauft für ein paar tausend Euro von der Schwäbischen Alb. Heute ein Vermögenwert. Mercedes 6,3 Liter Hubraum. Ein traumhaftes Auto hier mit Trennscheibe. Ein seltenes Exponat. Und wenn Sie jetzt dieses Gesicht anschauen. Oh mein Gott. Ja. 250 PS. Mechanische Einspritzung. So, jetzt halten Sie sich bitte fest. Die Damen bitte wegschauen, weil das ist jetzt ejakulatverdächtig. Da liegt er drin, 6300 Kubik, 250 stramme DIN PS, unzerstörbar. 6,0 Liter von AMG, ein schöner SL, auch mehr oder weniger zeitlos. Komplette AMG-Ausstattung. Ja, können wir nehmen für 55.000, ne? Warum nicht? Zacka! Und wer einen Neuwagen haben möchte, noch nicht zugelassen, kann sich bei mir melden. Und zwar haben wir hier einen Traum in Schwarz. Und zwar stammen diese Fahrzeuge aus einem Versicherungsfall. Und ja, wir kommen da an 25 Fahrzeuge ran. Also Neufahrzeuge mit 30-40% Rabatt aus den Baujahren 2015, 2016. 0 Kilometer voll ausgestattet. Einfach drum dran, einfach Info an Beutel schreiben. Eine Sache hier. Vorbeikommen, Motor World goes around the world. Dankeschön. Und hier auf der Retro Classic Stand 455A. Unsere Events sind dabei. Ciao.